Babimunenu Chapadorenu. Leute, was geht ab? Babidibu. Ich bin alt. Ich bin ein alter Mann. Ich habe graue Barthaare. Ich fühle mich jeden Tag müde, schlapp und existiere nicht. Und aus diesem Grund, aus diesem wunderbaren, schönen Grund, machen wir heute den wunderbaren, schönen Test. Bin ich alt? Bruder, ich fühle mich alt. Ich bin ein alter Opa, ein alter Sack. Und aus diesem wunderbaren, schönen Gründen fangen wir direkt an, ohne viel zu plappern. Jiggidi-bibidi-babidi-bubidi-chibabidi-bibidi-bubidi. So, auch neueste Forschungen besagt, Menschen können bald bis zu 140 Jahre alt werden. Berechnen Sie hier Ihr dein wahres Alter und erfahre, wie jung du bleibst. und genau das brauche ich in Zeiten einer Notfallkrise. Die grauen Haare am Bart werden immer mehr. Ich habe langsam einen Schaden und rasiere mir bald glaub ab. Oh yeah. Gib hier bitte dein Alter ein. Ich bin 23 und habe schon graue Barthaare. Wie kann das sein? Gib hier bitte dein Geschlecht ein. Ich identifiziere mich als Mann. Vielleicht als Eichhörnchen, man weiß es nicht, aber ich bin ein Mann. Wie oft frühstückst du? Tatsächlich gar nicht. Ich frühstücke nie. Ich mache keine Frühstückchen. Bei mir frühstückt sie, steh auf, ich esse zwei Kinder Pinguin. Fertig. Was für Frühstück, Bruder? Also, jetzt so mit hinsetzen, sich die Zeit nehmen, Toast schmieren und so. Nee, nie. Nie! Wie oft isst du Obst und Gemüse? Kleiner Funfact: Ernst isst gar kein Obst und gar kein Gemüse. Seit ich klein bin, ich esse kein Obst und kein Gemüse. Ich wurde bei einem Kindergarten dazu gezwungen, von den Erziehern eine Banane zu essen. Seitdem habe ich, glaube ich, ein inniges Trauma. Ich esse aber kein Obst und kein Gemüse. Also selten oder nie. Nie. Wie oft isst du Fleisch oder Wurst? Ha, das ist ja schon mal das Gegenteil, ha? Ja, das ist direkt das Gegenteil. Menschenskinder, mehr als zweimal die Woche. Ich liebe Fleisch. Ich bin ein Fleischesser, Mensch. Ich liebe die Fleisch, die Schnitzel. Oh. Wie hoch ist dein Body Mass Index? Oder Body Mass Index? Schauen wir mal. Okay, BMI-Rechner. Wir sind da, wir sind da. Wie alt bin ich? Ich bin 23. Wie groß bin ich? Bleibt ein Geheimnis. Wie viel wiege ich? 78. Okay, ich habe leichtes Übergewicht. Okay, gut zu wissen. Leicht erhöhter BMI. Ich bin überall krass dick. Hast du seit dem Alter von 18 Jahren ein Gewicht zugenommen? Bruder, natürlich, wer nimmt nicht ein Gewicht zu? Also, man kann auch abnehmen, aber Bruder, natürlich nimmt man auch zu, das ist doch die Masse der Welt. Ja, okay, aber die Antworten sind dumm. Ich habe nicht zugenommen und wenn, dann höchstens 7 Kilo. Ja, okay, dann halt so, Bro. Rauchst du? Nein! Ich bin nicht Raucher, ich habe noch nie geraucht, werde nie rauchen. Genau das ist de facto das Richtige. Bruder, mal Spaß beiseite, wieso steht hier mehr als 20 Zigaretten pro Tag? Wer raucht mehr als 20 Zigaretten pro Tag? Bruder, deine Lunge geht's ja gar nicht gut. Wie viel Alkohol trinkst du? Ich trinke keinen Alkohol. Ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Selten oder nie? Nie, noch nie. Ich war auch noch nie feiern. Ist nicht meine Welt, fühle ich einfach absolut gar nicht. Wie viele Stunden schläfst du durchschnittlich pro Nacht? Ich bin arbeitslos, ich kann eigentlich so lange schlafen, aber ich schlafe nie lang. Meistens bin ich so wach bis 5, 6 Uhr morgens und dann gehe ich halt pennen so bis 13:30 Uhr. Durchschnittlich 7,5 bis 8,5 Stunden, ja. Das haut hin, das haut hin. Wie oft treibst du Sport? 2 bis 3 Mal die Woche. Montag, Mittwoch, Freitag sind meine Fitnesstage. Chapatoleño. Wie lebst du zurzeit? Ich bin unverheiratet, ich bin verheiratet, ich bin ledig, ich lebe in Scheidung. Mein Partner, meine Partnerin ist gestorben. Bruder, was? Ja, zurzeit bin ich halt schon noch ledig, ne? Also ich bin halt, ledig. Ich bin zufrieden müssen mit deinem Sexleben. Bruder, zurzeit? What the fuck? Wie viele entscheidende Erlebnisse, zum Beispiel Todesentscheidung, Umzug hast du im letzten Jahr? Entscheidende Erlebnisse, ich sag dir ganz, ganz ehrlich, kein einziges, Bruder, mein Leben ist eigentlich echt gut, Mann. Also was sowas angeht, Glückspilz, Knilz. Wie oft hast du Kontakt zu deinen Freunden? Mindestens 6 Mal pro Monat, 3 Mal pro Monat, seltener. Oder aber schon seltener, ich sag dir ehrlich, jetzt kommt drauf an, wie, was, wo. Ich mach mal mindestens 3 Mal pro Monat. Aber meistens schon so 1, 2 Mal, nur weißt du so, aber je nachdem, mit wem, bei wem. Wie alt sind, wurden deine Großeltern? Was sind das für dumme Antworten, Alter? Ah, lieber 75, 2 über 75, unter 75. Oder ich mach mal 2 über 75, daher hast du echt Antworten. Ergebnis: Ihr aktuelles Alter beträgt 23 Jahre, zuzüglich 0,4 Jahre. Ihr biologisches Alter beträgt demnach 23,4 Jahre. Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Quatsch, Junge? Wäre ich 23,4 Jahre, hätte ich doch keine grauen Barthaare mehr. Was soll der Scheiß? Vor allem, warum steht denn hier eigentlich sowas? Was soll das hier eigentlich, ey? Aber ich sag dir ganz ehrlich, das wäre jetzt schon eine gewisse Enttäuschung, der Test. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, mein biologisches Alter ist schon 46. Ich bin alter Opa. Ich bin alter Opa. Alter Opa. Ja, okay. Okidoki Minoki, ich bin anscheinend 23,4 Jahre alt. Gut zu wissen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, schickt mir gerne einen Daumen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf die Abo.
Wir sehen uns. Biologie!